Auf 46 Jahre Polizeidienst, lieber Hagen Dudek. Aber die letzten 20 Jahre hier in Vorbeck. Oder sogar mehr. Auf einen schnittigen Vorruhestand. Prost. Ja, in 3 Tagen geht's los. 4 Wochen Neuseeland. Prost. Ihr Nachfolger. Hagen Dudek. Willkommen an Ihrem neuen Arbeitsplatz. Dankeschön. Simone Westermann. Auch ein Glas? Ja, gern. Herr Wendt hat bisher in Hamburg gearbeitet. Ja, so ein Arbeitstag dort. Ziemlich hektisch. Naja. Hier auf dem Land passiert manchmal wochenlang gar nichts. Herr Dudek kann ein Lied davon singen. Bagatellunfälle, Nachbarschaftsstreitigkeiten, so Sachen. Ja, natürlich. Hm. Prost. Ja, Prost. Wir haben Fuß gefunden. Was? Einen menschlichen Fuß. Ja, vielleicht ist da auch noch mehr dran. Wie? Ein Bein? Vielleicht noch mehr. Wenn Sie sich das angucken würden, wir wissen nämlich gerade nicht weiter. Entschuldigung, ich weiß. Pietätlos. Das sieht einfach zu bescheuert aus. Die Leiche muss, wenn sie noch an einem Stück ist, umgehend kriminaltechnisch untersucht werden. Wir können den rausflexen. Dabei könnten Informationen verloren gehen. Nein. Aber danke. Tja, ein Leichenwagen kommt für den Transport wohl kaum in Frage. Gib mir mal die Nummer vom Schosch. Wie machen wir jetzt weiter hier? Ja, wir brauchen das Gesamte in einem Stück. Jungs. Die ganze Zeit nur Fahrraddiebstähle und jetzt sowas. Da lachen ja die Hühner. Ist da ein kompletter Körper drin? Das wissen wir nicht. Deshalb sind wir hier. Ja, und wegen der Identität des Toten und der Todesursache. Wenn der nicht am Stück ist, können Sie das mit der Identität schon mal abhaken. Also wenn das wirklich nur der Fuß ist, findet man möglicherweise in den anderen Wänden des Hauses noch weitere Teile. Stimmt, da haben Sie recht. Wohnen Sie in Bremen? In Weiden. Das ist 14 Kilometer von hier. Ich habe zur Übergabe der Amtsgeschäfte 3 Tage veranschlagt. Das kriegen wir über die Bühne. Und wohnen Sie schon lange in Weiden? Bin da aufgewachsen. Und seit einem halben Jahr lebe ich da auch wieder. Der Diebstahl war in Achternhude? Wir sind für 13 Orte das zuständige Polizeirevier. Der Rest ist eine Lizenz. Diese Ordner sind alle nach Jahren sortiert und innerhalb dann alphabetisch. Dann ist ja eigentlich alles klar. Und wenn noch irgendwas ist, dann kann ich mich an Frau Westermann wenden. Oh, naja, also ich bin dann noch 2 Tage hier.
Ja, dann müssen Sie ja nicht hier absitzen. Meinetwegen können Sie wirklich gern nach Hause gehen. Ja, das ist ja nett von Ihnen, aber danke, nein. Gut. Morgen. 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 Dr. Vogt hat angerufen. In der Wand steckte der komplette Körper. Und bei dem Toten handelt es sich um einen Herrn Lehmann. Michael Lehmann. Kannten Sie den Mann? Ja, ja, ich kannte ihn. Den kannte hier jeder. Am 24. September vor 16 Jahren gab es hier im Umland von Vorbeck einen Mord. Tim Krüger, ein 6-Jähriger, wurde in einem Wald ermordet und Michael Lehmann war der Letzte, der den Jungen lebend gesehen hat. Lehmann war ein vorbestrafter Sexualstraftäter. Er hatte sich in Quickborn an zwei Jungs vergriffen und hat dafür in Fuhlsbüttel eingesessen. Wo er dann erfolgreich therapiert wurde? Ja, zwei Gutachter stellten ihm eine ausgezeichnete Sozialprognose. 3 Jahre nach seiner Entlassung wurde Tim Krüger ermordet. Da machte Michael Lehmann den Prozess und sprach ihn aus Mangel an Beweisen frei. Und 1 Jahr nach dem Mord an Tim verschwand er. Das war ziemlich schnell nach seinem Urteil. Von seiner Frau wurde er als vermisst gemeldet. Und letztes Jahr wurde er offiziell für tot erklärt. Was er jetzt auch ist. Ja, bloß er wird sich da nicht selbst angemauert haben. Das hätte er auch gar nicht mehr gekonnt. Der Mann wurde mit einer Morphinüberdosierung handlungsunfähig gemacht und dann mit Zement übergossen. Die Todesursache war Ersticken. In der Lunge des Toten habe ich Reste von Zement gefunden. Er war also noch im Leben, als er damit übergossen wurde. Hatte er sonst... Entschuldigung. Vor seinem Tod wurden ihm Verletzungen zugefügt, vermutlich Faustschläge. Die waren aber allesamt nicht lebensgefährlich. Naja, er wird gekämpft haben mit dem Mörder. Das ist möglich. Entschuldigung, ich müsste jetzt... Wäre es möglich, Dr. Vogt, die Kleidung von Tim Krüger, die sich in der Asservatenkammer befindet, nach Spuren hin zu untersuchen, die von einer zweiten Person stammen? Ein Haar, so etwas? DNA, so etwas gab es damals noch nicht. Natürlich. Ich erledige das für Sie. Wunderbar. Schade übrigens, dass Sie in Pension gehen, Herr Dudek. Danke. Haben Sie einen Verdacht, wer Michael Lehmann umgebracht haben könnte? Wer könnte denn ein Motiv haben? Die Eltern von Tim Krüger. Ja, mit denen sollten wir auf jeden Fall sprechen. Man sollte auch noch mal mit Frau Lehmann über ihren letzten Abend mit ihrem Mann sprechen. Vielleicht erledigen Sie zwei das und ich kümmere mich dann um das Ehepaar Krüger. Also bei den Krügers wäre ich schon gern dabei. Ich meine, immerhin sitzen sie in 2 Tagen im Flieger nach Neuseeland und ich muss den Fall dann alleine lösen. Also... Mit Frau Westermann natürlich. Natürlich, Sie haben vollkommen recht. Wenn Sie den DNA-Test an Tims Kleidung durchführen lassen, dann glauben Sie tatsächlich, dass Lehmann unschuldig war? Ja, nicht wirklich. Ich will nur sicher gehen. Michael ist was passiert. Und in letzter Zeit habe ich akzeptiert, dass er mich einfach sitzen gelassen hat. Hat er leiden müssen? Nein. Sie haben noch damals geglaubt, Michael ist vor der Justiz geflohen, vor Ihnen. Ich habe mich geirrt. Es tut mir leid. Jedenfalls kann Ihr Mann jetzt nach Abschluss der pathologischen Untersuchungen endlich beigesetzt werden. Herr Dudek hat ja eingangs schon gesagt, dass ich jetzt das Revier in Vorbeck übernehme und damit auch alle Fälle. Und ich würde jetzt gern von Ihnen wissen, was genau vor dem Verschwinden Ihres Mannes passiert ist. Das habe ich Herrn Dudek alles vor 15 Jahren schon mal erzählt. Ja, aber ich würde es auch gern wissen. Michael ist abends immer mit dem Hund rausgegangen. Tagsüber habe ich das ja gemacht. Abends ist Michael dann nicht mehr so vielen Menschen begegnet. Ich gehe kurz mit Fanny. Man hat meinen Mann ja damals wie einen Aussätzigen behandelt. Da habe ich ihn zum letzten Mal gesehen. Das heißt, er kam nicht zurück.
Michael! Als Fanny alleine zurückkam, habe ich gewusst, da ist was passiert. Ich bin dann sofort mit dem Hund los, habe die Umgebung abgesucht. Das heißt, den Weg, den Fanny und mein Mann immer zusammengegangen sind. Und Sie haben nichts gefunden? Und Sie haben auch niemanden getroffen, der... Nein. Ich habe nur zwei Jugendliche getroffen. Gibt's schon jemanden, den Sie verdächtigen? Ich wünsche mir, dass Sie sich genauso überdurchschnittlich bei Ihren Ermittlungen engagieren, wie Sie das damals auch gemacht haben. Wie gesagt, Frau Lehmann, ich bearbeite jetzt den Fall und mir ist ja daran gelegen, den Mörder Ihres Mannes zu fassen, glauben Sie mir. Mein Mann war unschuldig. Er hat Tim Krüger nicht umgebracht. Aber seit 16 Jahren läuft dieser Mörder des Kindes frei herum. Sie suchen zwei Männer, Herr Wendt. Ihr Ausweis. Ach so, ja. Herr Dudek. Ja, ich komme. Zu treuen Händen. Was gibt's denn? Und sagen Sie jetzt nicht, das wäre nicht nötig gewesen. Ja, danke. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Urlaub. Und wenn Sie wieder zurück sind, dann können Sie ja mal vorbeikommen. Jetzt ja nicht sentimental werden, Frau Westermann. Ja, ich will auch nur die Fotos aus Ihrem Urlaub sehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Urlaub auf der anderen Seite der Welt. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Julia Wendt. Sie müssen Herr Dudek sein, ja? Oh, guten Tag, Frau Wendt. Hallo, Schatz. Hallo. Ich dachte mir, naja, ich weiß doch, wie das ist, wenn man am nächsten Tag in den Urlaub fährt. Man kocht nichts Richtiges mehr. Haben Sie nicht Lust, heute Abend bei uns zu essen? Wir würden uns sehr freuen. Ja, warum eigentlich nicht? Wann? Um 8. Gut. Abgemacht. Entschuldigen Sie. Dudek, Polizeirevier Vorbeck. Ist doch eine gute Idee, oder nicht? Ja. Sehr schön. Verstehe, ja. Danke Ihnen. Ha? Ja, natürlich, danke. Das werde ich haben. Wiederhören. Dr. Vogt, die Spuren an Tims Kleidung haben keinerlei Übereinstimmung mit der DNA von Lehmann. War der überhaupt angezogen, der Junge? Das könnte eine Erklärung sein. Vielleicht. Aber ich glaube kaum, dass Tim sich selbst ausgezogen hat. Sie glauben, Lehmann war nicht der Mörder? Meine Frau und ich, wir wollten schon immer dahin. Aber wie das so ist, zuerst hatte sie so viel zu tun, dann ich. Wir haben es aufgeschoben. Und irgendwann war es dann mal zu spät für Neuseeland. Waren Sie damals von Lehmanns Schuld überzeugt? Also so restlos, meine ich? Klaus. Ja, schon gut. Herr Dudek ist morgen ein paar tausend Kilometer entfernt und ich muss dann diesen Fall lösen. Also was ich meine ist, wenn man Lehmann für Tims Mörder hält, dann muss man doch, nachdem Lehmann entlassen wurde, davon ausgehen, dass in Vorbeck eine tickende Zeitbombe durch die Welt kommt. Was macht ihr denn hier? Ich dachte, ihr schlaft längst. Los, es ist Zeit. Ab ins Bett. Papa wollte doch was vorlesen. Ja, das stimmt.
Entschuldigen Sie. Hm. Los, ab! Also ehrlich, dachte ich schlafen. Naja. Auf jeden Fall, wenn Sie dann in Neuseeland sind, dann sollten Sie es auf keinen Fall verpassen, einen Ausflug zu den Maoris zu unternehmen. Hm. Waren Sie schon mal in Neuseeland? Mhm. Das ist schon eine Weile her. Soll ich Ihnen mal ein paar Bilder zeigen? Oh ja, gerne. So. Schauen wir mal. Ups, oh. Wie das immer so ist, ne? Man will sie irgendwann einkleben und fliegen sie doch so rum. Hat Ihr Mann früher mal Fußball gespielt? Ja. Und danach hat er als Trainer gearbeitet wegen der Knieverletzung. Ja, so einen Wagen habe ich auch mal gehabt. Diese nette junge Frau, das bin ich. Bisschen schön. Genau. Hübsch. Muss es auch nochmal die gleiche gehen? Ja, danke schön. Gern geschehen. Und um Neuseeland wirklich, da beneide ich Sie. Mhm. Ja, ich auch. Wo haben Sie denn als Fußballtrainer gearbeitet? In Hamburg, in Berne. Meine Frau wieder die alten Geschichten erzählt. Hm? Ja. Also, nochmals vielen Dank. Tschüss. Seid ihr zum Baumhaus gekommen? Tim war mit seinem Fahrrad da. Und du? Was sagst du, mein Dudek? Zu Fuß. Stefan, wir wollen doch den Mann vor Gericht bringen, der so böse zu Tim war. Und dazu muss ich von dir über die ganze Wahrheit wissen. Ein Mann hat mich in sein Auto mitgenommen. Ich hab dir 100-mal gesagt, das hast du nicht von fremden Leuten. Wie sah er aus? Groß. Wie alt war der Mann, Stefan? Ich weiß nicht, so wie einer, der Abitur gemacht hatte. Und er hatte ein silbernes Auto. Ah, kennst du dich schon aus mit Autos? Ich meine, weißt du vielleicht zufällig, was das für eine Marke war? Vielleicht ein Sportwagen oder... Denk nach. Da war ein Anhänger am Spiegel im Auto. Was für ein Anhänger? Der war so mit Kreisen, schwarz und weiß. Kannst du den malen?
würde vorschlagen, wir befragen die Eltern von Tim Krüger. Sie hätten ein Motiv. Mhm. Mal angenommen, jemand hätte Michael Lehmann nach seinem Freispruch noch im Gericht mit Schlägen traktiert. Wer hätte das gewesen sein können? Na, der Vater oder die Mutter des Opfers beispielsweise. Oder jemand, der den Freispruch als eine große Ungerechtigkeit empfunden hätte. Oder beides? Mhm. Hatten Sie eine Panne? Soll ich Sie zum Flughafen fahren? Die Maschine ist schon in der Luft. Ich bleibe. Ich möchte jetzt zu Ende bringen, was ich vor 15 Jahren falsch gemacht habe. Ein Mörder läuft immer noch frei herum. Ich bewundere Ihr Engagement für diesen Fall, Herr Dudek, aber Sie sind seit heute Kriminalhauptkommissar AD. Ich möchte Ihnen den Fall nicht wegnehmen. Er ist der Ihre. Sie haben das Sagen. Herr Dudek! AD heißt außer Dienst. Es kann ja nicht so falsch sein, wenn noch ein dritter Kopf mitdenkt. Hm? Ja, natürlich. Danke. Ja, aus diesen Gründen werden wir den Fall neu aufrollen und müssen Sie sicherlich noch mal befragen. Guten Tag, Klaus Wendt, ich bin der Nachfolger von Herrn Dudek. Kann ich Sie kurz mal sprechen? 16 Jahre. 16 Jahre hat es uns gekostet, wieder ein einigermaßen normales Leben führen zu können. Und jetzt kommen Sie hier reingeschneit, möchten mal eben den Fall wieder neu aufrollen? Wofür? Ja, können Sie mir das sagen? Sagen Sie mir das. Wofür? Und Nadja und ich, wir müssen uns das auch nicht antun. Warum sollten wir Ihnen helfen? Nennen Sie mir einen Grund. Die Wahrheit. Ich habe Verständnis für Ihre Situation, Herr Krüger, aber... Ja? Sie... Das ist ja gut. Ich glaube, dass das nichts bringt. Jetzt zumindest. Wollte den Krüger von Ihnen? Nichts, was mit dem Fall zu tun hat. Was halten Sie davon, Stefan Schanz und Ralf Gerlach nochmal vorzuladen? Wozu? Wozu? Stefan Schanz ist jetzt über 20 Jahre alt. Vielleicht gibt es Zusammenhänge, die ihm noch nicht bewusst waren. Dinge, die so ein Sechsjähriger nicht benennen kann. Ja. Übrigens, das ist Herr Wendt, mein Nachfolger. Den kennen Sie noch nicht. Nein. Wussten Ihre Eltern von dem Baumhaus? Herr Lehmann meinte, das Baumhaus soll unser Geheimnis bleiben. Geheimnis? Warum? Ich kann mir schon denken, warum. Das ist schon merkwürdig, wenn jemand mit Sechsjährigen im Wald spielt. Merkwürdig, ja. Aber Lehmann war nicht Tims Mörder. So. Wie, und jetzt bin ich hier, weil man mich verdächtigt. Im Augenblick überprüfen wir noch einmal alle Aussagen. Sie sind also nach Stefan und vor Michael Lehmann nach Hause gegangen. Ja, zu meiner Mutter und zu meinem Bruder. Bitte? Zu meiner Mutter und zu meinem Bruder. Wie viel Uhr war es da? 8. Mutter hat immer noch die Nachrichten sehen wollen. Hm. Sie haben damals zu Protokoll gegeben, dass Tim so etwas wie ein kleiner Bruder für Sie war. Tim war nett. Ein paar Hausaufgaben mit ihm gemacht. Der Junge war gut 10 Jahre jünger als Sie. Ja, der hatte sowas Schützenswertes. Wiedersehen. Noch eine Kleinigkeit.
Sie haben mir vor 16 Jahren erzählt, dass ein Mann in einem silbernen Wagen Sie mitgenommen hätte und Sie ihm vom Auto aus das Baumhaus gezeigt haben. Das stimmt. Sie können mir auch heute noch nicht sagen, um welchen Wagentyp es sich gehandelt hat. Nein, tut mir leid. Im Protokoll von damals hat Alf Gerlach nicht von 8 Uhr gesprochen, sondern von 9 Uhr. Und der Förster im Wald will ihn auch nach 8 gesehen haben. Aber beschwören konnte er es nicht. Und Tim Krüger start gegen 21 Uhr. Interessant finde ich aber den Mann in dem silbernen Auto, da er von dem Baumhaus wusste. Vielleicht wollte der später zu Stefan. Aber Stefan war schon weg. Lehmann war nicht mehr da und Tim war allein. Ich habe übrigens damals in den Zeitungen einen Aufruf an den Fahrer des Wagens schalten lassen. Aber es hat niemand reagiert. Vielleicht war der Mann auf Durchreise und hat es deswegen nicht gelesen. Oder er dachte, er ist nicht gemeint. Das ist alles möglich. Ja. Aber es gibt noch eine Möglichkeit. Er war der Täter. Gibt es denn einen Hinweis auf die Identität des Mannes, der über die Farbe seines Wagens hinausgeht? Nein. Dann ist es so gut wie unmöglich, diesen Mann ausfindig zu machen. Und zwar habe ich den Eindruck, dass Herr Dudek und Sie sich näher stehen als ein Polizist und die Mutter eines Mordopfers. Sagen Sie mir, wenn ich da völlig falsch liege. Ich sage Ihnen, dass Sie das nichts angeht. Ja. Ich stelle normalerweise solche Fragen nicht, aber ich ermittle auch im Mordfall Michael Lehmann. Niemals. Herr Dudek würde das niemals tun. Und mein Mann und ich übrigens auch nicht. Verzeihen Sie meine Direktheit, aber hatten Herr Dudek und Sie ein Verhältnis oder nicht? Vielleicht möchte ich auf diese sehr private Frage nicht antworten. Sicher, das ist Ihr gutes Recht. Dann stelle ich die Frage eben Ihrem Mann. Ja. In unserer Ehe gab es damals einige Schwierigkeiten. Ich habe sehr jung geheiratet. Hagens Frau war damals sehr krank und ich war Pflegerin und so kam das. Vielen Dank für Ihre Offenheit. Aber ich habe noch eine Frage. Diese Verbindung zwischen Ihnen, die ging irgendwann zu Ende, oder? Ja, das war nach Tims Tod. Oder besser gesagt, nach dem Freispruch von Michael Lehmann. Herr Dudek und Ihr Sohn kannten sich. Wie haben die sich verstanden? Hagen hat ihn geliebt. Es lag vielleicht auch daran, dass er mit seiner Frau keine Kinder bekommen konnte. Und er hätte gerne welche gehabt. Was für einen Wagen hat Herr Wendt denn damals gefahren? Einen silbernen Honda Civic. Das wissen Sie noch so genau? Er hat ihn zwar umspritzen lassen, aber es war immer noch ein Honda Civic. Warum hat er ihn denn umspritzen lassen? Die Farbe hat ihm nicht mehr gefallen. Wie war denn das Verhältnis von Herr Wendt zu den Jungs, die er trainiert hat? Wieso? Ist was passiert? Vielleicht. Der Klaus war ein guter Trainer. Die Jungs haben ihn gemocht. Und trotzdem hat der Verein ihn vor die Tür gesetzt. Dem Klaus war das Ganze rasend peinlich. Der wollte doch nichts von Jungs. Der hatte doch eine Freundin. Aber er war auch wütend. Der Klaus hat sich ungerecht behandelt gefühlt. Bei was? Wissen Sie nichts davon? Wovon? Von der Sache mit dem Ausflug.
dass der Klaus bei einem Jungen im Zelt lag. Na, der Junge hatte Heimweh. Und der Klaus hat sich ein bisschen um ihn gekümmert. Und dann kam das Gewitter. Der Junge war fast panisch. Er wollte, dass ihn jemand beschützt. Das hat der Junge selber später gesagt. Na, der Klaus hatte den Arm um ihn gelegt. Die beiden lagen zusammen auf der Matratze. Na, in dem Moment öffnet der Vater des Jungen das Zelt. Und was ist dann passiert? Man hat Klaus nahegelegt, seinen Trainerjob an den Nagel zu hängen und die Gegend zu verlassen. Klaus Wendt ging und das war's. Tut mir leid, ich habe mich verspätet. Wir glauben, Ralf Gellers Alibi wackelt. Ich denke, da ist niemand in den Wald gegangen und hat sich gesagt, heute steche ich mal einen Jungen ab. Nein, oder Tim Kante sein würde. Chance fällt aus, niemand ebenso bleibt. Ralf Geller. Ja. Danke. So, das war's. Sie können jetzt gehen. Ich war damals zu Hause, als man Tim umgebracht hat. Meine Mutter hat das damals bestätigt. Wenn ich die Aussage bezweifle, was dann? Ich bringe die Probe ins Labor. Sie wollen den Trank kriegen, hm? Allerdings. Sie nicht? Wie wär's mit einem Glas Wein heute Abend? Gern. Wo? Bei mir. Ja, und das ist der Grund, warum wir zwei Kinder haben. Mhm. Danke, ich muss gleich nach Hause. Ah. Arbeiten Sie eigentlich immer noch als Fußballtrainer? Nein. Hat man Sie damals nicht vermisst in Bern? Naja, Sie wissen ja, wie das ist. Also ehrlich gesagt, nein. Ich habe noch nie eine Fußballmannschaft trainiert. Ja, sicher haben die Jungs das bedauert, aber dann kommt eben ein neuer Trainer. Ist das Ihre Frau? Mhm. Die Krügers wollen ja die Ermittlungen im Fall Lehmann nicht unterstützen. Kennen Sie die beiden eigentlich ganz gut? Gut wäre übertrieben. Frau Krüger hat ja damals als Pflegerin gearbeitet und hat mir sehr geholfen bei meiner Frau. Und wie das so ist, man redet über dieses oder jenes. Mhm. Verstehe. Ich müsste mal auf die Toilette. Wo ist denn die? Ja, gleich hier rechts. Gut. Wo wollen Sie denn hin mit dem Glas? Spürt rasch aus. Ach, das brauchen Sie nicht. Das mache ich nachher. Kein Problem. Ich hab's ausgesucht. Sie sind aber hier nicht zu Hause. Da ist die Toilette. Gut. So, ich muss dann los. Vielen Dank. Es war ein sehr netter Abend. Ja, finde ich auch. Und schönen Gruß an Ihre Frau. Danke, das mache ich. Tschüss.
Ich hab sie doch mal gefragt, ob sie wissen, wer das gewesen sein könnte mit den Tätlichkeiten gegen Herrn Lehmann bei seinem Freispruch. Mhm. Das war Herr Dudek. Sie verdächtigen Herrn Dudek? Nein, nicht unbedingt. Ich frage mich nur, warum ein Kriminalkommissar ausgerechnet in einem Gerichtssaal die Nerven verliert. Und das ist möglicherweise die Antwort darauf. Die Kathi Use wird einen Abgleich dieser DNA-Struktur mit der von Tim Krüger machen. Sie halten ihn für Tims Vater? Es wäre möglich. Dann hatten Herr Dudek und Frau Krüger ein Verhältnis. Ja, 6 oder 7 Jahre vor dem Tod von Tim Krüger. Würden Sie das bitte gleich für mich erledigen? Ja, sicher. Sie kennen Herrn Dudek natürlich viel länger als ich. Ich möchte trotzdem bitten, die Sache vertraulich zu behandeln. Mhm. Morgen. Morgen. Ist Herr Wendt schon im Revier? Ja. Könnten Sie dieses Glas für mich im Labor untersuchen lassen? Ich möchte, dass die DNA am Glasrand mit denjenigen verglichen wird, die Dr. Vogt kürzlich an Tim und seinen Kleidern sichergestellt hat. Wer hat daraus getrunken? Kann ich ein Stück mitfahren? Es tut mir furchtbar leid, aber ich muss im Augenblick davon ausgehen, ja. Klaus Wendt hat damals Stefan Schanz in seinem silbernen Honda Civic mitgenommen und auf die Aufrufe in den Zeitungen nicht reagiert und das bis heute nicht. Die Geschichte mit dem Jungen im Zelt hört sich nach Homosexualität an. Aber Herr Wendt ist verheiratet. Und bei Tim Krüger wurde kein sexueller Missbrauch nachgewiesen. Was aber sexuelle Handlungen an ihm oder durch ihn vor oder nach seinem Tod nicht ausschließt. Es ist doch durchaus möglich, dass Klaus Wendt auf kleine Jungs stand, bevor er sich dann später umorientierte. Ich habe mir die Unterlagen über den Mord an Tim Krüger angesehen. Der Junge war nackt, als man ihn fand. Und seine Mutter hatte angegeben, bis auf seine Unterhose sei die Kleidung, die man am Tatort sichergestellt hatte, komplett gewesen. Das hat sie ausgesagt, ja. Wieso? Was denken Sie, ist mit der Unterhose passiert? Ich weiß nicht. Aber Sie sehen so aus, als hätten Sie eine Vermutung. Na, die Unterhose ist ja nicht weggeflogen. Und sie ist auch nicht zufällig abhanden gekommen oder so. Also hat sie der Täter. Als Fetisch. DNA der Haare mit der DNA von Tim Krüger abgleichen und die DNA am Weinglas mit den DNA-Spuren an der Kleidung des Opfers? Genau. Wer hat denn seine Spuren an dem Weinglas hinterlassen? Ein Verdächtiger. Aha. Und kennt man den? Das ist durchaus möglich. Die Haare, nehme ich dann an, stammen dann wohl von Herrn Krüger? Nein. Aha. Dann von Frau Krüger? Auch nicht. Von einem anderen Verwandten? Genau das ist es, was mich auch interessiert. Schönen Tag noch, Dr. Vogt. Wir haben einen Verdächtigen. Auch wenn es nichts mehr ändert, es tut mir leid, dass ich Ihren Mann zu Unrecht verdächtigt habe.
Bester Mann? Ah, Herr Dr. Vogt. Ja? Ja? Ich verstehe. Ja, dann vielen Dank. Das war Herr Dr. Vogt. An Tims Kleidung wurde ein Blutfleck gefunden, der nicht von dem Jungen stammt. Von Lehmann? Nein, von Ralf Gerlach. Gehört Herr Ott hier noch in unseren Zuständigkeitsbereich? Nein, wir sind gute 40 Kilometer von Vorwerk entfernt. Der hat früher mit seiner Mutter hier gewohnt. Wir würden gerne noch mal mit Ihnen reden. Es haben sich da ein paar neue Dinge ergeben. Drin, wenn es keine Umstände macht. Ja, Herr Gerlach, wir haben an der Kleidung von Tim Krüger Blutspuren sichergestellt, die sich per Genanalyse eindeutig Ihnen zuordnen lassen. Und ich würde jetzt gerne wissen, wie... Mein Bruder hat sich damals den Daumen an einem Nagel aufgerissen, deshalb der Blutfleck. Wer sind denn Sie? Ich bin Frank Gerlach. Und Sie verschwenden Ihre Zeit hier. Das lassen Sie mal schön unsere Sorge sein, ja? Das können in Ihrem Wohnzimmer Ihre Sorgen sein, in meinem sind Sie es nicht. Mein Bruder, der trägt jede Spinne vor die Haustür. Der bringt keinen Menschen um. Und Sie? Ich? Schon möglich. Ich hab's leider noch nicht probiert. Wo waren Sie denn damals? Wie damals? Geht es ein bisschen konkreter? Und überhaupt wollen Sie sich nicht erst mal vorstellen, bevor Sie mich in meinem eigenen Haus ins Kreuzverhör nehmen? Dudek. Klaus Wendt, Kriminalpolizei. Mhm. Machst du uns einen Kaffee? Mhm. Für Sie doch sicher entkoffeiniert, oder? Hm? Bitte, bitte, bitte. Also, der Tag, an dem Tim Krüger ermordet wurde, wo waren Sie da? Da war ich an der Lesung. Zeugen? 50. Geht's ein bisschen genauer? 51. Das war der Tag, an dem ich aus Eichstätt entlassen wurde. Heim für schwer Erziehbare. Ja, aber da wurden Sie ja bestimmt nicht erst abends entlassen. Das heißt, Sie hätten zur Tatzeit am Baumhaus sein können, richtig? Rein theoretisch, ja. Ja, vielleicht sogar rein praktisch. Aber die Frage ist einfach rein akademisch. Na, wo bleibt denn der Kaffee? Kommt gleich. Warum rein akademisch? Ja, wissen Sie, wir sind eineiige Zwillinge. Das heißt, das Blut könnte also von ihm oder von mir sein. Wir haben da eine absolut identische DNA. Ah ja, schönen Dank. Tja, also wir können tun und lassen, was wir wollen. Solange es nur einer von uns tut. Man kann uns nämlich nicht belangen. Ich habe einmal gelesen, eineiige Zwillinge leben wie in einer Symbiose miteinander. Ja, kann schon sein. Eine Symbiose. Und zwar ganz egal, ob man das will oder nicht will. Es hat so gut wie keine Nachteile, wenn man die Vorteile zu schätzen weiß. Sie denken bestimmt, dass Sie richtig klug sind, hm? Und unschlagbar. Ja, das liegt so in der Nähe der Wahrheit, ja. Finger weg da. Wir bewirten keine Leute, die uns irgendwas anhängen wollen. Raus. Beide. Yeah.
Geht's Ihnen besser? Ich hätte was essen sollen. Das mit dem Zwillingsbruder wussten Sie nicht? Ich wusste nur, dass Ralf Gerlach einen Bruder hat. Über den sollten wir uns schlau machen. Zum Beispiel in dem Heim für schwer Erziehbare. Wendt? Restemann hier. Können Sie reden? Ja, Moment. Es ist meine Frau. Entschuldigung, ich komme gleich. Schönen Gruß. Jetzt. Ich habe gestern Abend etwas über Herrn Dudek erfahren, das Sie vielleicht wissen sollten. Ja. Also meine Schwester hat eine Nachbarin und deren Schornsteinfeger ist mit der Frau zusammen, die Nichte der Frau ist, die mit dem Arzt verheiratet ist, der Herrn Dudek behandelt. Ja, ja, so bleibt alles in der Familie, hm? Herr Dudek hat Krebs im Endstadium. Und sein Arzt erzählt ihm was anderes, damit er den Mut nicht verliert. Und gegen die Schmerzen nimmt er Morphin. Gut. Danke. Sie können uns sicher was über Frank Gerlach erzählen. Das heißt uns, mein Kollege Wendt. Ja, Frank ist mir noch gut in Erinnerung. Nicht zu verwechseln mit in guter Erinnerung. Weswegen wurde Frank Gerlach hier eingewiesen? Er ist eben auffällig geworden. Diebstahl, Körperverletzung, das Übliche. Hm. Wie viel Uhr wurde er entlassen? Um 18 Uhr, wie die anderen. Wurde Frank Gerlach abgeholt? Mhm. Und er war darüber sehr wütend. Für seinen Bruder Ralf war die Einweisung von Frank ein Schock. Also ich würde nicht sagen, dass der ohne Frank nicht lebensfähig war, aber es war nahe dran. Frank hatte immer einen Plan, wusste immer, was zu tun ist. Und auf einmal war Ralf auf sich selber gestellt. Ralf brauchte Frank, aber Frank brauchte auch Ralf. Einmal sollte Ralf Frank besuchen, aber Ralf kam nicht. Er war krank geworden, wie sich später herausstellte. Frank hat nicht etwa sein Zimmer demoliert oder eine Schlägerei angefangen. Er hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Das ist leider korrekt, ja. Eineiige Zwillinge haben eine identische DNA. Wissenschaftlich kommen Sie dir nicht bei. Danke. Zu den anderen beiden Tests. In beiden Fällen besteht keine Übereinstimmung. Die DNA an dem Weinglas ist mit keiner der Spuren identisch, die man an Tim Krügers Kleidung gefunden hat. Und die Haare stammen definitiv nicht von jemandem, der mit Tim Krüger verwandt, geschweige denn sein Vater ist. Reden wir drüber? Ja. Es war Ihre Tätigkeit gegen Herrn Lehmann, über die ich gestolpert bin. Ja, und dann kam noch Ihr Verhältnis mit Frau Krüger dazu und das war das Motiv. Sie hat es mir erzählt. Ja, ich habe ihn für den Täter gehalten, für den Mörder. Und als dann der Freispruch kam und er die Arme in die Luft gerissen hat, mir sind die Sicherungen durchgeknallt. Aber ich hätte ihn nicht einmal umgebracht, wenn Tim mein Sohn gewesen wäre. Es hätte ja nichts ungeschehen gemacht, wissen Sie? Hm. Und Sie? Sie haben diesen Yin- und Yang-Anhänger in Ihrem Wagen. Den haben Sie auch schon damals gehabt, als Sie Stefan Schanz in Ihrem silbernen Auto mitgenommen haben. Der Junge hat den Anhänger gezeichnet. Ah ja. Ich hätte mich damals gerade bei der Polizei beworben. Außerdem gab es in Berne diesen Verdacht eines sexuellen Übergriffs. Und dann das Verbrechen an Tim. Ich habe natürlich Ihren Aufruf gelesen in der Zeitung, aber ich hätte Ihnen damals nichts Wesentliches sagen können. Ich habe den Jungen mitgenommen und am Wald abgesetzt. Das war... Ich bin nicht stolz auf mein Verhalten.
offen. Ich gebe einen aus. Hagen. Klaus. Prost auf. Prost. Also, was haben wir in der Hand gegen Ralf Gerlach? Ein Blutfleck, der angeblich bei einer Verletzung entstanden ist. Der aber auch von Frank Gerlach stammen könnte. An Tims Todestag arbeitet Ralf am Baumhaus. Und sein Bruder wird entlassen. Frank ist wütend. Er wird von Ralf nicht abgeholt. Er geht wütend nach Hause und findet auch dort niemanden vor. Die Enttäuschung ist groß. Und seine Wut. Vielleicht hat Ralf bei einem seiner Besuche von Tim erzählt. Und vielleicht war Frank eifersüchtig auf Tim. Ich weiß, der Junge war 6 Jahre alt, aber eineige Zwillinge sind eine Symbiose. Das heißt, Frank braucht Ralf, aber Ralf verbringt seine Zeit mit Tim. Und das am Tag der Entlassung. Frank als Täter? Ja. Das Problem ist, sie können sich gegenseitig ein Alibi geben. Das heißt, haben wir den einen, entlastet ihn der andere. Es gibt aber auch eine Achillesferse. Beide sind immer voneinander abhängig. Mhm. Richtig. Bloß werden sie genau deswegen nie gegeneinander aussagen. Höchstens unfreiwillig. Frank Gerlach. An dem Tag, als Sie entlassen wurden, kamen Sie nach Hause. Danke. Aber Ihr Bruder war nicht da. Der kam eine Stunde später. Ich schätze, er war seit einer Stunde da. Wir haben zusammen gekocht und uns einen netten Abend gemacht. Tim Krüger. Kannten Sie ihn? Aber Ralf hat doch bestimmt von ihm erzählt, oder? Ralf hat eine Menge Zeit mit Tim verbracht. Was hielten Sie davon? Wo sein Ding? War Ihr Bruder am Tag seiner Entlassung wütend, als er nach Hause kam? Nee. Mochte er Tim? Er kannte ihn gar nicht. Aber er kannte ihn aus Ihren Erzählungen, richtig? War er eifersüchtig? Auf einen kleinen Jungen? Wissen Sie, weshalb Ralf einen Besuch bei Ihnen hat ausfallen lassen, als Sie im Heim waren? Ja, er war krank. Und wo ist das Problem? Das ist das, was man Ihnen gesagt hat. Tatsächlich hat er seine Zeit lieber im Baumhaus verbracht. Bei Tim. Bei Leuten, die ihm nicht jede Minute seines Lebens vorgeschrieben haben. Er blühte regelrecht auf. War es nicht so? Keine Ahnung, ich war nicht dabei. Ralf hatte begonnen, sein Leben neu zu ordnen. Für Tim war er jetzt so eine Art großer Bruder. Stimmt's? Ich weiß es nicht. Und deshalb brauchte er sie nicht mehr, als sie aus dem Heim kamen. Jedenfalls nicht so sehr, wie sie ihn... Nein! Vielleicht war Ihr Bruder so außer sich, dass er ihnen das nehmen wollte, was ihnen inzwischen am liebsten war. Tim. Mein Bruder wird niemanden umbringen. Bitte? Ich sag, mein Bruder wird niemanden umbringen. Ja, nee. Natürlich nicht. Aber er könnte verlangen, dass Sie es tun. Ist er mit Ihnen mitgegangen? Zurück zum Baumhaus? Zu Tim? Ich hab's getan. Ja, zufrieden? Sie? Sie ganz allein? Ich bin noch mal los. Das ist ja völlig irrational. Was war irrational? Ja, mit dem 6-Jährigen diskutieren. Ich bin zum Baumhaus hin, ich wollte Tim treffen. Ich wollte ihm sagen, dass er sich nicht mehr blicken lassen soll. Der ist frech geworden. Und dann habe ich mich vergessen. Ich hab's getan.
So, Frank Gerlach hat gestanden. Was? Ralf Gerlach auch? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Nee. Ich war's, ich hab den umgebracht. Nein, ich war's. Ich hab Tim Krüger umgebracht. Nein, ich. Ich war's. Ich hab Tim umgebracht. Ich war's. Nein, ich. Die haben uns so richtig schön vorgeführt. Aber mit Ansage. Und jetzt? Was meinen Sie? Na, das wollen Sie doch nicht auf sich sitzen lassen, oder? Ich meine, von zwei Bubis. Gut. Sie sind für 2 Minuten die leitende Kriminalhauptkommissarin. Ihre nächsten Maßnahmen? Erst auspeitschen, dann an den Pranger stellen. Nein, ernsthaft. Sich die Schwachstelle suchen. Das heißt, Druck machen. Die Wohnung durchsuchen, alles konfiszieren. Briefe, Bilder, Kleidung, einfach alles. Vielleicht findet man da was. Vielleicht. Aber auf alle Fälle erzeugt man Druck. Und mal sehen, wer von den beiden zuerst nervös wird. Anfängerfehler? Nein. Anfängerglück? Gut. Das ist der richterliche Beschluss für eine Hausdurchsuchung. Ja, aber mein Bruder ist noch nicht da. Es macht nichts. Klaus, Torben ist nach Hause gekommen und das Handy geht ja auch nicht. Was ist passiert? Es ist alles in Ordnung. Irgendjemand hat sie nach Hause gebracht. Irgendein Mann, ich weiß es nicht. So, du steigst nie wieder zu fremden Leuten ins Auto. Hast du mich verstanden? Ich. Ob du mich verstanden hast? Nein, es ist doch nichts passiert. Jetzt ist es gut. Ja, es ist nichts passiert. Es ist was passiert! Torben, du steigst nie wieder in ein fremdes Auto. Entschuldigen Sie, Herr Wendt, dass ich Sie noch nach Dienstschluss behellige. Ist kein Problem. Guten Abend. Hallo. Wollen Sie was trinken? Ja. Ich bin wegen Herrn Dudek hier. Mir liegt da eine Anzeige vor.
In der geht es um den Umstand, dass Herr Dudek, obwohl pensioniert, weiterhin seinen Dienst versieht. Und zwar mit ihrer Duldung. Ich nehme an, da ist nichts dran. Herr Dudek ist ein todkranker Mann, dem nicht mehr viel Zeit bleibt. Der Fall ist das Einzige, was er noch hat. Außerdem weiß er am besten über das Bescheid, was da passiert ist vor 16 Jahren. Das kann ich verstehen. Aber leider nicht akzeptieren. Wenn Sie das nicht umgehend unterbinden, dann muss ich dieser Anzeige nachgehen. Und das möchte ich nicht. Frau Sonntag, von wem stammt die Anzeige? Von Frank oder Ralf Gerlach? Warum vergeuden Sie Ihre Zeit? Haben Sie noch so viel davon? Ich vergeude keine Zeit. Ach so. Ach, Sie meinen, Ihre Frau bekommt Ihre Besuche noch mit, ja, und freut sich drüber, oder wie? Besuchen Sie Ihre Mutter nicht mehr? Ich schätze mal, in den letzten Jahren ist sie auch nicht gesprächiger geworden. Jedenfalls ist es Zeitvergeudung, gegen mich und meinen Bruder zu ermitteln. Selbst wenn Sie was finden, wem von uns beiden wollen Sie sich denn anhängen? Ne? Ich finde schon einen Weg. Was für einen Weg? Wem wollen Sie diesen Schlag jetzt anhängen? Hm? Ah, Scheiße! Der mit dem blauen Auge. Was würde Frank für seinen Bruder tun? Alles. Das ist viel. War Gerlach rund um die Uhr im Haus, 24 Stunden? Nein, er musste ja seine Sozialstunden ableisten, so wie die meisten hier. Wissen Sie, wo er das tat? Im Altersheim. Haben Sie die Telefonnummer? Ja, im Büro. Gab es in Ihrem Heim mal Schwierigkeiten mit Gerlach? Nö. Es gab nur Schwierigkeiten, weil in seiner Zeit Dinge abhanden kamen. Aber das können auch andere gewesen sein. Da will ich immer nichts nachsagen. Das war ja bereits in der Zeit, nachdem er aus dem Heim entlassen worden war. Da hat er sich hier noch was dazu verdient. Was wurde denn gestohlen? Kleinigkeiten. Verschreibungspflichtige Medikamente. Sowas. Morphin? Woher wissen Sie das? Vielen Dank, Frau Brehm. Herr Wendt? Ja? Ich hab was. Kommen Sie mal. Was denn? Das ist nicht die Unterhose eines erwachsenen Mannes. Guten Tag. Ich habe mich gerade mit Frank Gerlach geprügelt. Der hat jetzt ein Pfeilchen. Die habe ich mit den Sachen gefunden, die wir bei Ralf Gerlach konfisziert haben. Auf Tims Unterhose muss ein Seepferdchen sein. Dieses Schwein. Herr Dudek, hätten Sie einen Augenblick für mich? Deswegen möchte ich Sie in diesem Revier nicht mehr sehen.
Jedenfalls nicht in Ihrer früheren Funktion als Kriminalhauptkommissar. Denn das sind Sie nicht mehr. Herr Wendt war vorher nie dabei. Der ist ganz neu im Amt. Ich habe also lediglich eine Beraterfunktion eingenommen. Sie sind aber nicht mehr im Dienst, Herr Dudek. Das interessiert aber den Mörder nicht. Der läuft immer noch frei herum. Herr Wendt? Herr Dudek, bitte übergeben Sie Hauptkommissar Wendt Ihre Dienstwaffe und Ihren Dienstausweis. Für all Ihr Engagement möchte ich mich bei Ihnen. Ralf oder Frank Gerlach? Ah, Ralf, Sie haben kein Pfeilchen. Ich nehme Sie fest wegen dringendem Mordverdacht im Fall Tim Krüger. Ja, ja. Kommen Sie bitte mit. Ja. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich habe hier noch ein paar Sachen, die bei einer Privatperson nicht zu suchen haben. Warum haben wir die bei Ihnen gefunden? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, die habe ich noch nie gesehen, wirklich nicht. Sie können davon ausgehen, dass mich diese Antwort nicht wirklich überrascht. Aber angenommen, Sie haben recht, dann hat vielleicht Ihr Bruder Sie verwahrt. Das glaube ich nicht. Wie auch immer, Ralf. Einer von euch beiden hat Sie all die Jahre bei sich aufbewahrt. Und einer von euch beiden hat Tim Krüger ermordet. Und die Staatsanwaltschaft wird dieser Argumentation folgen. Ich habe Tim Krüger nicht umgebracht. Ich habe damit nichts zu tun. Gut, dann war es Frank. Frank, der Tim erstochen und dann die Hose bei dir hinterlegt hat, damit er selbst straffrei ausgeht. Ja. So oder so, du und dein Bruder, ihr werdet euch für sehr lange Zeit nicht mehr sehen und getrennt sein. Denn einer von euch beiden bekommt 15 Jahre plus Sicherheitsverwahrung. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Du bleibst jetzt hier. Komm. Sie dürfen sie gar nicht, sie dürfen mich gar nicht festhalten. Sie dürfen mich gar nicht festhalten. Sie dürfen mich gar nicht festhalten. Komm, vorwärts! Nein! Sie dürfen mich gar nicht festhalten! Aua! Sie dürfen mich hier gar nicht festhalten! Was ich darf, entscheide ich! Du glaubst gar nicht, was ich alles darf. Seien Sie nicht traurig. Das bin ich nicht. Er hat zu trinken und noch einen Anruf frei. Sollte er den in Anspruch nehmen, darf er die Zelle nicht verlassen. Er soll das Diensthandy nehmen. Hat er schon was gegessen? Nein, ich gehe nach Hause und bringe ihm was mit. Ist es für Sie in Ordnung, wenn ich Sie in ein oder eineinhalb Stunden wieder ablöse? Natürlich. Gut. Hm.
Simone Westermann, Polizeistation Vorbeck. Ja, hier ist Frank Gerlach. Wo ist mein Bruder? Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Er ist bei uns in der Wache. Wieso bei Ihnen? Was hat er gemacht? Ich komme sofort rum. Ja. Kennt ihr schon den Sekundenwitz? Nee. Schon vorbei. Sehr gut. Wendt? Hallo, Herr Wendt. Hier ist Simone Westermann. Der Ralf Gerlach hat sich in seiner Zelle aufgehangen. Bleiben Sie ganz ruhig. Rühren Sie am besten nichts an. Ich bin gleich da, ja? Okay. Papa kommt gleich wieder, ja? Ja. Dudek. Haben Sie ihn gefunden? Ja. Sind Sie allein? Ja. Ich komme vorbei. Nein, das ist keine gute Idee. Herr Wendt ist jeden Moment hier. Und wenn die Staatsanwältin kommt, dann sollten Sie wohl besser nicht auf dem Revier sein. Dann war also Ralf Gerlach Tims Name. Anscheinend, ja. Da ist noch etwas anderes. Was? In Ihren Unterlagen habe ich eine Zeichnung von Stefan Schanz gefunden. Yin und Yang. Bei den konfiszierten Gegenständen bin ich auf eine andere Zeichnung gestoßen. Diese stammt von Tim und ist ein Geschenk für Ralf Gerlach gewesen. Da ist das Baumhaus drauf, Kinder, Wald, einige Gegenstände und das Zeichen. Ist das ganz sicher? Ja. Erwähnen Sie diese Zeichnungen niemandem gegenüber, Frau Westermann. Verwahren Sie sie irgendwo, wo sie niemand zu Gesicht bekommt. Auch Herr Wendt nicht. Gut, aber Herr Dudek... Tims Unterhose. Wer hat sie gefunden? Ich. Nachdem Herr Wendt mich angewiesen hat, welche Kartons ich zuerst untersuchen soll. Gut. Legen Sie jetzt auf. Aber was ist denn mit diesem Zeichen? Nichts. Legen Sie ganz einfach auf. Und sprechen Sie mit niemandem darüber. Vor allem mit Wendt nicht. Ja. Wie geht's? Einigermaßen. Haben Sie versucht, ihn zu reanimieren? Nein. Wie auch. Können Sie mir helfen, ihn da loszumachen? Geht das? Gut.
Herren, machen Sie ihn los. Geht's? Es ist sehr fest. Was ist eigentlich mit diesen Zeichnungen da? Nichts. Ich versuch's mal. Du, Dick? Scheiße. Nein! 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 Na, endlich. Ja, Dudek hier. Kann ich Sie in einer halben Stunde zurückrufen? Nein. Ich habe zwingende Hinweise auf die Identität des Mörders von Tim Krüger. Aber viel wichtiger... Hallo? Hallo? Viel wichtiger im Augenblick ist, dass Ralf Gerlach sich das Leben genommen hat. Thank you.
Tim hat mit mir gespielt. Mit mir. Dann wollte er nicht mehr. Es war eine Jugendsünde. Damit tust du dir keinen Gefallen. Nur mir. Halt's Maul. Halt das Maul, du! Ihr beide habt meinen Bruder auf dem Gewissen. Ralf hat Tim geliebt. Er hat ihn wirklich geliebt. Als Lehmann freigesprochen wurde, ist er fast verrückt geworden. Hab ich Lehmann umgebracht. Ich hab Lehmann umgebracht. Er war ja zu schwach. Ich hab's gemacht. Da hast du den Richtigen erwischt. Das ist Tims Mörder. Los, geh ran, geh ran! Hier, Dudek, guten Abend, Frau Wendt. Hallo. Sagen Sie meinem Mann bitte, er soll nach Hause kommen. Die Kleine kann nicht einschlafen. Ja, natürlich, das werde ich ihm ausrichten, ja. Danke. Schönen Abend noch. Ja, vielen Dank. Ihnen auch. Die Verletzung hat das Sprachzentrum beschädigt. Aber das ist nicht irreparabel. Frau Westermann muss das sprechen und die Worte neu lernen. Aber ansonsten hat sie großes Glück gehabt. Sehr großes Glück. Ab jetzt werden Sie in Vorbeck das Sagen haben. Nein. Run. Et. Ihnen. Ich mache mich jetzt auf die Reise. Dezember. Dezember. Thank you.